Herzlich willkommen zur zweiten Episode Informationsstrukturieren im Modul D, Wissen verarbeiten. Heute beschäftigen wir uns mit einer Lösung zu der Frage, wie kann ich die ganzen Dinge und Informationen, die ich dort sammle und finde, so verwalten, dass ich sie später auch wiederfinde. Ein Ansatz dazu ist, dass man die Fundstücke selber so beschreibt, dass man es nachher dann über eigene Suchbegriffe wiederfinden kann. Das geschieht über sogenannte Folksonomies. Das ist ein Kofferwort aus Folk Taxonomy, also eine Taxonomie, die aber nicht von Experten, also Bibliothekaren zum Beispiel durchgeführt wird, sondern von Personen wie du und ich. Und das wird eigentlich bei fast jeder Social Software genutzt für Inhalte. Es können Texte sein, es können aber auch Musik oder Bilder sein. Diese Texte werden manchmal auch in sogenannten Tech Clouds wiedergegeben. Das ist zum Beispiel eine Tech Cloud von einem Blog und da wird dann einfach geschaut, welche Schlüsselbegriffe werden auf dem Blog häufig genutzt. Und die besonders häufig genutzt werden, die werden dann groß dargestellt und dann hat man so eine Wolke sozusagen mit diesen Begriffen. Da kann man normalerweise online dann auch draufklicken und kriegt dann all die Sachen mit diesen Begriffen. Da kann man normalerweise online dann auch draufklicken und kriegt dann all die Begriffe, die Inhalte, die damit getaggt worden sind, angezeigt. Besonders stark wird das genutzt beim sogenannten Social Bookmarking. Social Bookmarking bedeutet ein gemeinsames Erstellen von Lesezeichen. Der Vorteil von Text ist, dass man normalerweise würde man ja eher so in hierarchischen Ordnerstrukturen arbeiten. Da muss man sich aber entscheiden, wo tue ich es jetzt genau rein. Bei Text kann man einfach drauf tun und hat dann eine gewisse Chance, das wiederzufinden, sage ich mal. Ja, es ist sehr viel einfacher, ein paar Tags zu benennen, als sich in ein kompliziertes Ordnungsschema einzudenken. Also selbst Bibliotheken gehen mittlerweile dazu über, dass sie beides anbieten, eine hierarchische Taxonomie plus Tagging von Inhalten. Hier nochmal Stärken und Schwächen. Stärken liegen sicherlich, man stöbert eher durch. Man kann zum Beispiel so gewisse Trampelpfade erzeugen, was man eigentlich gerne oder was man sucht. Es gibt wenig Einstiegshürden, der Aufwand ist gering und man kann auf der einen Seite seine eigenen individuellen Wissensräume aufbauen, gleichzeitig kann man auch gemeinsam mit Gemeinschaften das umsetzen. Die Schwächen liegen daran, dass es natürlich Mehrdeutigkeiten gibt und auch so Sachen wie zum Beispiel Web 2.0 gibt es verschiedene Schreibweisen. Wenn man Leerzeichen einsetzt, es gibt Systeme, da kann man Leerzeichen in den Text reinnehmen, andere nicht. Was macht man mit mehrteiligen Wörtern? Die werden dann teilweise zusammengeschrieben. Und natürlich, was ist mit Synonymen? Insofern ist es nicht optimal, wie alle Systeme nicht optimal sind. Das ist aber ein guter Schritt in Richtung eines Ordnungssystems, was jeder nutzen kann. Für das Studium hat es insofern großes Potenzial, meiner Meinung nach. Sie können Dinge finden, gleichzeitig kann man aber auch sich austauschen. Also man kann hier auch Webseiten speichern. Man kann aber auch mittlerweile Dokumente hochladen. Meine Gruppen, da werden Bookmarks gesammelt. Da kann man sich anschauen. Das Schöne ist bei den Gruppen, dass man die Gruppen bilden kann und zum Beispiel für eine Seminararbeit, sie sammeln diese Bookmarks miteinander und können die austauschen. Und jeder hat Zugriff auf die. Ja. Wie setzt man ein? Setzt man es ein im Studium? Sie können das also gerade als Dozent häufig einfach kann man Linklisten anlegen und die verbreiten. Man kann zusammenarbeiten über Gruppen, man kann aber auch zusammenarbeiten über eindeutige Tags, dass man dort ein bestimmtes Tag verwendet und dann kann man nach diesem Tag alle
alle Links finden. Dazu muss man aber ein eindeutiges Tag nehmen. Also E-Studi ist schon so ein bisschen am Limit, weil S-Studi auch noch ein spanisches Wort ist. Man müsste da jedenfalls doch noch ein HB dahinter setzen, zum Beispiel für Bremen. So, die Lieder wie Sadiolai, Conaty oder Mendeley, die gehen schon sehr stark in Richtung von Literaturverwaltung. Wozu braucht man eine Literaturverwaltung? Wenn Sie wissenschaftliche Texte schreiben, sollen Sie zitieren. Zum Ersten müssen Sie natürlich zitieren, um zu zeigen, von wem das kommt, und zeigt Respekt vor fremden Ideen, aber kann auch seine eigenen Argumente untermauern. Zitate müssen deutlich gekennzeichnet sein. Das Zitiersystem, was Sie nutzen, das muss einmal den Vorgaben Ihrer Fachrichtung entsprechen. Da gibt es meistens Vorgaben. Muss konsistent sein, das heißt, der Zitierstil muss dann gleich sein. Wenn man einmal weiß, wie zitiert wird, dann muss man die Sachen auch verstehen können, die Sie zitieren. Und es muss lückenlos sein. Alle Zitate, die Sie nutzen, alle Zitierstellen müssen hinten in einem Zitier-Literaturangabe vollständig sein. Und es wird nicht so richtig viel leichter, dadurch, dass fast jede Fachrichtung so eine eigene Art des Zitierens hat, und insbesondere bei Zeitschriften gibt es dann doch Unterschiede, und da muss man teilweise dann unterschiedliche Zitiersysteme, Zitationssysteme beachten. Deswegen nutzen eigentlich Wissenschaftler Literaturverwaltungssysteme, und auch für ihre Bachelor- und Master-Thesis kann ich Ihnen nur empfehlen, aber auch für Hausarbeiten Literaturverwaltung zu nutzen. Das war eine Zeit lang eine teure Sache, man musste sich eine richtige Software dafür kaufen. Heutzutage können Sie das kostenlos mit einem Tool machen, das heißt Zotero. Zotero ist eine Online-Literaturverwaltung, die Sie als extra in Ihren Firefox installieren. Und hier wie immer die Quellen zum Anschauen, und viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben. Okay, vielen Dank. Tschüss.